Business Seats zum Beispiel Rapid, die haben die Logen verkauft, ganze Ausbildung durch die Sponsoren, da gibt es Hochzeiten, da gibt es verschiedenste Dinge, die möglich sind, die Identifikation der Fans, die Emotionen, die dahinter steckt. Also dieses Projekt Stadion, das kann man nicht einfach so abhandeln, wie auch das Problem vor 20 Jahren auch funktioniert. Es gibt kaum eine europäische erste Liga, wo zwei Vereine in einem Stadion spielen. Ja, wir wissen Mailand zum Beispiel, Rom, in Rom wird auch ein zweites gebaut. Also ja, es ist möglich, es ist eine Herausforderung, wir werden das sicher gut meistern, aber die optimale Lösung ist es weder für den GRK noch für Sturm Graz. Wie ist das eigentlich für die Sportler? Spielt man nicht gerne im Stadion, wenn die anderen auch spielen? Oder ist das falsch? Das war ja früher die Situation, also dass Sturm und GRK im damals noch Schwarzenegger Stadion gespielt hat. Ich glaube, Martin, ich würde mein eigenes Stadion wünschen. Ja? Also wenn ich was aussuchen könnte, aber es geht auch anders. Es ist eigentlich Kopf und Katsch, weil die Leistung findet sich innerhalb von den Außendingen oder findet dort statt und da ist eigentlich egal, man muss ja auswärts auch antreten. Aber natürlich für die Fans, aber natürlich auch für einen Spieler Heimstätte zu haben, wenn man sich ausruhen kann, würde bevorzugen. Jetzt ist ja so, dass die Stadt diese 1,2 Millionen irgendwie zugesagt hat, nicht? Für den Ausbau des bestehenden Spielstätte, eigentlich auf die besser, aber für dieselbe Kapazität mehr oder weniger. Wenn wir jetzt irgendwie den Schritt weitergehen auf die oberste Spielklasse, dann ist es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, ein Stadion für 3.500 zu bauen. Es ist auch nicht von den Zulassungsbestimmungen möglich. 5.000 ist das Minimum. Das heißt, wissen Sie schon ungefähr, in dem anderen werden Sie mit der Stadtstadt darüber reden, über welche Preisklasse wir da sprechen? Nein, soweit haben wir eigentlich nicht gesprochen. Fakt ist, an diesem Standort, nach den jetzigen Bestimmungen, ist es nicht möglich. Das heißt, es ist auch nicht das Reinzöger in dem Sinn, was in der Standort wäre. Man müsste, wenn man wirklich irgendwann mal sagt, okay, wir haben die Mittel, wir machen eine Neubahn, dann müsste man das eigentlich nach hinten verlegen, also nicht pflanzenseitig, sondern dann noch Richtung Norden. Da hätte man unter Umständen Möglichkeiten. Den Plan hatten wir auch schon einmal. Aber es ist, wie gesagt, nicht mit den Baukosten zu tun. Irgendwer hat mal gesagt, man muss ca. 2.000 Euro pro Sitzplatz musst rechnen, wenn du das Stadion baust. Also sagen wir bei 20 Millionen für 10.000, wenn das die Größenordnung wäre. Aber das Problem, das Hauptproblem da oben, ist ja auch, dass es überhaupt keine Parkplätze gibt, also jetzt schon nicht. Der bestehende Parkplatz ist mit den Mitarbeitern vom Shopping Nord belegt. Das heißt, wenn wir 6 Stunden vor Schulbeginn hinkommen, haben wir keinen Parkplatz. Dann müsste dann zum Beispiel auch ein Parkhaus gebaut werden. Das muss man in die Kosten mit einrechnen. Aber das ist dann halt schon auch eine Sache, wo man dann halt auch sagen könnte, das ist eine Investition, die ja nicht nur für den GRK ist, sondern eigentlich für die Stadt an sich. Also ich rechne mit einem wirklich, wenn wir wirklich alles tipptopp hätten, mit einem funktionierenden Nebenclub und so, könnte man vorstellen, im ganzen Umfeld, dass man 25 kommt man wahrscheinlich. Wie viele davon glauben Sie, könnten Sie selber aufbringen? Ja, die 300.000 schon überwiesen ist. Und Sie meinen, das sollte da rein. Ja, also das, was ich verstanden habe, ist, dass das eigentlich dann doch in erster Linie eine wirtschaftliche Frage ist, oder? Also die sieht dann natürlich sportliche Auswirkungen, wenn man mehr Budget hat für andere Kader, aber eigentlich ist es eine wirtschaftliche Frage. Und da steckt vielleicht eine Zeit, die auch interessant sein könnte, wie groß ist denn da in einem Jahresbudget 16 Millionen ungefähr? Wie hoch ist der Anteil an Sponsorenbeiträgen mit 16 Millionen? In den letzten beiden Jahren zwischen 5,6 und 5,8 Millionen Euro circa. Das ist ja dann vielleicht auch eine der wichtigen Fragen, ob so quasi das wirtschaftliche Einzugsgebiet der Stadt groß genug ist, um über Sponsoren 2 Großclubs zu erhalten. Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Ja, Stadt Graz vielleicht zu klein, aber wir sind ja auch für die gesamte Stadt Graz, ja, und darüber hinaus zum Glück. Es wird vermutlich, das könnte durchaus eine Herausforderung werden, im Moment. Das wäre ja auch eine Wettbewerbssituation in Jahren, oder? Man möchte die dazu dann nochmal 2, 3, 4 Millionen, wo nicht so groß ist, das Ding nicht.
ja, vielleicht muss man einfach unterscheiden. Ich glaube, dass die halt eingesessenen Sponsoren, das wird sowohl vermutlich beim GRK so sein, als auch bei uns, die sind immer Eckpfeiler, die kannst du einschlagen. Und dann gibt es immer wieder Marken, die schauen, okay, wo passt die Identifikation besser dazu, wo habe ich mehr Reichweite im Fernsehen, wo habe ich mehr Reichweite auf den sozialen Kanälen. Also da wird dann schon differenziert, auch die Strategie des Sponsors, quasi, dass sie zusammenpasst mit der Brand, wo man dann auch investieren möchte. Traditionell haben wir die Fußballclubs immer auch, wenn man so will, eine jetzt nicht unbedingt nur parteipolitische, sondern also grundsätzlich gesellschaftspolitische Funktion gehabt. Ne? Der Fußball, das hat er jetzt in England gefunden, weil auf der Insel zu lang kein Krieg mehr war und die jungen Leute irgendwie so, die Möglichkeiten brauchten, die überschüssigen Energien von jungen Männern auszunehmen. Und dann sagt man halt, in Österreich hat der Fußball über 40 Jahre Probleme gehabt, weil das so sozialpartnerschaftlich war. Also und irgendwie so, man sieht die Veteranmaterie in England, wo es irgendwie ein raueres gesellschaftliches System gibt und so ein Fußball oder Fußballkarriere eine der wenigen ganz großen Aufstiegsmöglichkeiten war, dass man da irgendwie auch mehr Energie drin hat. Aber davon abgesehen war es ja immer so, dass gerade in Städten, in denen es zwei Clubs gab, einen eher der bürgerliche Club war, also der Club für die Bürger und Selbstständigen und Kaufleute, und der andere eher der Arbeiterclub. Und da war der Sturm der Arbeiterclub und GRK eher der bürgerliche Club. Hat man das gespürt, wenn man so lange irgendwie auch in der Nähe dieses Clubs ist, oder ist das weg? Es ist aus meiner Sicht, war das, also in meiner Kindheit war das definitiv so, und das ist primär der Lage der Stadien geschuldet gewesen. Der GRK halt im bürgerlichen Geidorfer Viertel und Sturm halt in Jacobini, und da war, Jacobini war jetzt auch nicht ein reiner Arbeiterbezirk. Also Jacobini ist nicht Favoriten, muss man sagen. Nein, das nicht unbedingt. Aber das hat sicher da eine gewisse Zuordnung gegeben. Von der Grundidee, von der Gründung her, also von den Gründungsspielern, ist ja auch Sturm, eigentlich auch studentische Gründung und eine Schüler- und Studentengründung, so wie der GRK und ASVÖ-Mitglied, also auch nicht beim ASKÖ. Aber ich kann verstehen, woher sozusagen diese Zuordnung kommt. Sehe sie heute aber nicht mehr so. Also ich glaube, beide Vereine haben ein sehr durchmischtes Publikum, sprechen ein sehr durchmischtes Publikum an. Ja. Der Arbeiterclub ist nicht mehr in der DNA des Vereins. Ist ja wohl vertreten, vor allem auch als ein Merchandising-Artikel. Und da sind wir auch stolz, wo wir herkommen, dass wir uns alle da im Arbeiterverein sind, ein wenig geschenkt wurde, dass eben alles hart erkämpfen musste. Das ist sehr wohl verankert, auch in unserem Leitbild verankert. Und ja, auch einer der großen Mitglieder, einer der wenigen großen Mitgliedervereine. Ich glaube auch die zweitmeisten Mitglieder nach Arbeiter. Ja, knapp 3000. Ja. Moment, also das ist schon sehr wohl verankert. Findet sich auch, wie gesagt, im Leitbild wieder und auch bei vielen Veranstaltungen und schon wieder Bestandteil unserer Geschichte. Ist es dann diffundiert, ist dann auf die Ebene des Spielervolkens, spielt es eine Rolle, hat das jeder mit beschäftigt, welche, wie soll man sagen, jetzt soziale Repräsentanzen oder irgendwie als Spieler einer solchen Mannschaft, die sich als Arbeiterclub traditionell verstanden hat, oder ist es spätestens dort völlig wurscht? Ich wage es zu bezweifeln, dass das irgendwer jetzt hernimmt als Argument für einen Transfer oder sonst was. Ich glaube aber schon, oder ich bin mir sicher, ich habe es selber erfahren, wenn man bei Sturm ist, dann infiziert man sich irgendwo mit einem Virus mehr oder weniger, und im Zuge dessen beschäftigt man sich einfach mit dem Verein, setzt man sich damit auseinander und informiert sich dann eingehend darüber, und geschichtlich kriegt man dann schon viel mit, und dann wenn man das, dass Sturm natürlich als Arbeiterverein gibt. Ja. Da gibt es ja manche, die haben schon bei beiden Vereinen gespielt, ne? Und wie ist das dann so? Also bei mir persönlich jetzt war es ein bisschen eine andere Situation, weil die doch über Umwegen und aufgrund der Tatsache, dass ich den Sprung dann wirklich bei Sturm nicht geschafft habe, den Umweg dann in die Regionalliga in der ersten Phase zum GRK gekommen bin, und danach leider eben der letzte Konkurs, der dann wirklich das vorzeitige Ende bedeutet hat. Bin aber dann relativ rasch wieder zurückgekehrt, also ein halbes Jahr nach der Neugründung, weil man da auch gemerkt hat, okay, da entsteht was, ich habe das Spirit auch vorher schon in der kurzen Zeit miterlebt, und wie dann da auch aufgenommen ist, habe ich dann nicht überlegen müssen, weil ich bereits da war, das mit aufzubauen. Aber das hat jetzt mit diesen historischen
Weniger, also natürlich gibt es in ganz Kunden dran nicht vorbei. Kommt man sich nicht vorbei. Vereinsgeschichte, man kriegt irgendwie mit auch von den älteren Mitgliedern, den wir an, die das nur irgendwie drin haben. Und so. Natürlich. Und also ich denke schon, dass, dass jeder Verein gewisse Werte hat, die er verfolgt sollte er haben. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir grundsätzlich sehr jung sind jetzt. Natürlich jetzt nicht der GRK in seiner Geschichte, aber in der Aufstellung. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, war eben dieser Spirit, dieses Zusammenhalten, dieses bodenständige Arbeiten für das, dass wir jetzt wieder so weit sind, wo wir sind. Möchten Sie gern, dass der GRK wieder die oberste Spielklasse spielt? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nach wie vor unsere Ziele verfolgen, nach vorne treten, neue Saison startet, bald Europa League qualifiziert. Ich glaube, die Fans der älteren Generation, die freuen sich richtig drauf. Ja, die kennen das noch, der Kurm und einfach aus der Vergangenheit. Für die junge Generation ist es was Neues, kann sicher auch was Spannendes sein. Ich möchte dem GRK ganz offen auch gratulieren, was sie geschafft haben in den letzten Jahren. Unglaublich eigentlich. Ich wünsche Ihnen auch für die kommende Saison eigentlich alles Gute. Wie Sie mir die Hand nehmen, ist es gerne, wenn Sie sich wünschen, dass der GRK wieder in der obersten Spielklasse ist. Könnte man wieder öfter gegeneinander spielen? Ja, wie gesagt, ich kann es aus sportlicher Sicht beurteilen. Ja, und habe vorher schon erwähnt, dass ich zweimal gegen den GRK in der Regionalliga gespielt habe. Und da hat man schon mitgekriegt, speziell beim ersten Aufeinandertreffen, wo über 6000 Besucher waren, vorwiegend GRK und immer natürlich. Aber man hat dann schon gemerkt, was das für eine Kraft hat und ja, wie bewegend das Ganze ist. Speziell für die Spieler und Akteure, die dann am Spielfeld stehen und auch alle rundherum und aus sportlicher Sicht. Sportlich müssen wir es wünschen, oder? Ja. Auch für die Fans irgendwie, oder? Diese Rivalität von zwei Clubs in einer Stadt, das kann doch mal schief gehen, weiß man auch. Die Rivalität ist vorhanden, das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es in den Fanlagern geteilte Meinungen gibt. Ja. Die anderen sagen, nein, brauche ich nicht mehr, tun wir nicht mehr, ist mir zu viel Stress oder was auch immer. Es gibt zu viele Kriegsschauplätze oder was auch immer und der Fußball drückt in den Hintergrund. Ja, ich glaube aber auch, dass, oder bin mir sicher, dass es dort auch Personen gibt, die sagen, ja, würde ich mal gerne mal. Ja. Also, wenn ich es richtig zusammenfassen würde, ist die sportliche Konkurrenz eh fein, aber wirtschaftlich wäre es natürlich die wirkliche Konkurrenz und das Problem, nicht? Oder? Die Infrastruktur auf jeden Fall, ja. Wir spielen ja schon die gesamte Saison, so viel ist jetzt auch 1920. Nochmal 10 im Stadion gemeinsam. Da werden wir mal sehen, wie das funktioniert. Wir sind ja im guten Einvernehmen, muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu früher. Wir sitzen ja gemeinsam an einem Tisch, versuchen das Beste daraus zu machen. Also von dem her sollte das auch gut funktionieren. Da muss ich aber auch noch dazu einhaken. Wir haben auch geschaut bei der Auslosung, dass wir so ausgelost werden, dass wir immer an den Wochen Enden spielen, wo Sturm auswärts spielt. Was für uns auch nicht ganz so einfach ist. Dadurch haben wir 4 Blöcke, wo du 2 Auswärtsspiele oder 2 Heimspiele hintereinander hast, weil einfach jetzt die Ligen nicht mehr vergleichbar sind durch diesen neuen Modus in der Bundesliga, ist das alles ein bisschen komplizierter. Die Herrschaften in der Bundesliga haben lange gerechnet, um das so hinzubekommen. Es ist jetzt auch für uns jetzt nicht ganz ideal, wenn man dadurch, du hast dann einfach 3 Wochen kein Heimspiel. Das ist jetzt nicht das Lustigste für die Fans, aber damit müssen wir leben. Was die Sponsoren betrifft, möchte ich auch nochmal was dazu sagen. Diese Konkurrenz um die regionalen Sponsoren, natürlich die regionalen Sponsoren sind ein wichtiger Bestandteil des Budgets, aber es hat sich schon seit 33% in dem Fall. Also weiß jetzt, wer nicht alles regional sein, oder? Nein, die Sponsorgelder, wie viel sind regional? Wir sind überregional aus der Steiermark, ist der Großteil. Da sind ein paar internationale Firmen dabei, wie der Ausrüster zum Beispiel, der Baden in der Kraftkammer, aber der Großteil ist schon regional. Es ist bei uns jetzt nicht nur so, also zum Beispiel der Hauptsponsor ist keine steirische Firma. Und ich glaube einfach, dass durch die neuen Medien, durch Fernsehen, wie der Thomas schon gesagt hat, es geht da teilweise wirklich um Reichweiten. Ich habe jetzt mit einem Vermarkter geredet und der sagt, die wirklich Großen, die reden jetzt nicht mit einem Verein. Der geht hin und sagt, das ist mein Budget, ich möchte so viel Reichweite. Und dann kauft er ein, dann geht er hin und sagt, ich möchte bitte Eishockey das, dann möchte ich die Handball eben und dann noch einen Fußballverein. Und dann stoppelt er sich dann zusammen und dann wird der Kuchen aufgeteilt.
Das ist jetzt nicht der einzige Weg, aber das ist zum Beispiel auch ein Weg. Das heißt, Sponsoren bieten Sie weniger an Clubs? Manche, aber es gibt auch welche, die einfach definitiv, es gibt Sponsoren, die niemals den GRK sponsern würden, weil sie einfach Sturmsponsoren sind und umgekehrt. Das ist so, also die regionale Bedeutung gibt es, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn, keine Ahnung, als ob wir uns jetzt um die Gunst des größten Händelbauern im Dorf streiten müssten. Das ist wirklich im regionalen Kontext in unteren Ligen sicher ein Thema, wo man wirklich rein regionale Wirtschaft im Sponsoring hat. Aber wir werden halt beide sehr kreativ sein müssen. Und das ist halt auch ein sportlicher Anreiz. Gut, jetzt, bevor wir uns das anschauen, was die Leute bei der Befragung gesagt haben, fasse ich nur einmal zusammen. Nämlich mit Blick auf die ist Graz reif. Man kann wahrscheinlich sagen, wenn man es dann irgendwie davon ausgeht, dass es dann ein politisches Thema ist und irgendwie, wenn es dann Infrastrukturinvestitionen gibt, es nicht ganz gehen wird, ohne dass Sturm auskriegt, dass die Stadt Graz einmal unterkante 30 Millionen Euro in die Hand nehmen müsste, perspektivisch, damit das passiert, oder? Das müssen wir den Bürgermeister fragen und die Gemeinde, ob sie irgendwie darauf eingestellt sind, bereit sind, in absehbarer Zeit 30 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. So ist es doch, oder? Das kann nicht das jetzt so viel sein, muss man weiß nur vom Wiener Sportclub. Die Bahn ist, glaube ich, 8000, der Stadion ist 8000 Sitzplätzen und da kriegt man knapp 110 Millionen Euro. Müsste man sich dann im Detail anschauen. Also die schaffen es mit 1000 Euro auf diese Plätze. Ja, die haben aber schon Infrastrukturen, das ist das Erste. Und sie haben das Thema mit der Verkehrsinfrastruktur nicht. Sie bekommen, das Parkhaus ist dort gar nicht eingerechnet, dass dort hingebaut wird. Also die eine Tribüne wird ins Parkhaus reingebaut. Auch diese Option haben wir sogar angedacht für ein Zögel. Sollen es nur 20 Millionen sein oder 17 Millionen, es ist sehr viel Geld und für uns jetzt ohne Hilfe nicht stemmbar. Schauen wir uns mal an, was die Leute sagen. Es gibt definitiv Platz für zwei Profi-Clubs aus dem ganz einfachen Grund, bin ich der Meinung, dass Konkurrenz das Ganze belebt und der GRK ist ein Traditionsverein. Generell schade, dass der GRK abgestiegen ist. Ich habe aber braucht immer zumindest zwei, dass man mitspielen kann, ne? 100%. Da will ich immer draufladen. Wir rauchen kann man nicht auf. Seitdem es ja auch einfach schon so war und es ja immer gegen sie war, würde ich das schon behaupten. Weil das ist eine gesunde Realität, wenn man schaut, schaut der Anfang. Also für Sturm sowieso jedes Mal und für GRK ist es wahrscheinlich auch traditioneller Erfolgsflug. Wie viel Kost steht in den anderen Ländern gibt es auch mehrere Vereine. Bei Sturm gibt es ja mehr als nur zwei, wenn das auf die Fußball sehen, dann ist es interessanter. Also ich glaube, die Derbys sind zum Fußball nicht wegzulenken, sei es von der Kreisliga bis zur Bundesliga, also es ist ein Muss, die Spiele zu schauen. Das ist eine ganz andere Stimmung. Es ist ja jeder Spiel interessant von einem Lieblingsverein, aber wenn es in einer internen Stadt gewesen ist, das ist ja schon auf Gemeindeebene in kleinen Orten schon ein hochbesamtes Thema. Wenn es nicht so sehr eskaliert, dann schon. Wir haben den Klassenerhalt, also das wäre für den GRK und für den Sturm generell wichtig und vielleicht auch international und national was weiterbringen. Ich freue mich immer, wenn die Außenseiter da vorne mitmischen. Gut spannende Menschen natürlich auch. Was ist denn lieber, Sturm oder GRK? Ja, das ist mehr oder weniger die Moderatorenposition. Gibt es da zu diesen Stellungnahmen oder was zu sagen? Also da kommt schon der Grundwettbewerb. Ich glaube, die Leute Graz wartet auf den großen Kampf. Das ist mein Eindruck. Das ist schön so. Ja. Kann man sich nicht enttäuschen jetzt und sagen, Wochen oder so. Ja. Also wenn es so sein sollte, wie gesagt. Das war ein Auftrag, den wir von mir. Das kann man einfach mal probieren. Ja. Du kennst es, das ist ein Kärntner Dialekt. Das war ja. Ja, ich glaube, von der Stadt geht es, dann geht es die Bäume, oder? Das ist eine coole Frage, ja, die bin ich nur. Ich könnte dir sagen, wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr halt irgendwie was zeigen. Ja, das, es ist wirklich das Thema, dass wir vorrangig schauen müssen, dass wir wirtschaftlich gesund weiterarbeiten. Wir haben traditionell eine Kern bei unserer jährlichen Generalversammlung, der den Vorstand jedes Mal ermahnt, dass wir wohl aufpassen sollen und dass wir ja aus den Fehlern von der Vergangenheit erklären sollen. Das
Wir haben uns jetzt dann zum... Was meint ihr hauptsächlich damit? Naja, dass wir eben schauen, dass wir uns ja nicht übernehmen, dass wir wohl sauber arbeiten. Das sind natürlich, das ist jetzt zwar scherzhaft vielleicht von manchen gesehen, aber das ist schon auch ein Auftrag. Und deswegen werden wir uns wirklich nicht übernehmen. Und wenn man, deswegen glaube ich auch nicht, dass es so schnell gehen wird, wie es manche Leute wünschen. Dafür wird es dann richtig und dauerhaft sein. Gut, jetzt sind Sie dran. Erste Halbzeit ist um. Die zweite Halbzeit. Also, wir haben, nachdem wir nicht alles Profis sind, haben wir gesagt, erste Halbzeit und Erfolg, halbe Stunde. Zweite Halbzeit, je nachdem, wie viel Kondition Sie haben. Also, das sind wir dann eigentlich. Gibt es Fragen oder Wünsche oder Einschätzungen sportlicher, wirtschaftlicher? Bitte, wenn Sie nur kurz das Mikrofon haben. Jetzt schon die erste Frage, jetzt steht ich glaube, unter 10 Minuten erreichbar in Gradkorn ein verlassenes Stadion. Wäre es dort möglich, auch mit Grazer Geldern zu investieren oder wäre auch da die Stadt Graz nicht zu haben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Graz in einer fremden Gemeinde Geld investiert, so viel auch noch. Nächstes Thema ist Gradkorn, bis jetzt noch keine Zulassung im Stadion. Die arbeiten seit eineinhalb Jahren daran, dass sie ihre Zulassung zurückbekommen. Eigentlich darf dort überhaupt nicht mehr gespielt werden. Das ist auch also, wir haben viel über Gradkorn nachgedacht, ganz am Anfang, ja. Auf der anderen Seite sagt man dann auch immer wieder, man ist ein Grazer Club und man möchte auf Grazer Stadtgebiet spielen. Das ist schon auch irgendwie Identifikationsfrage. Ich habe heute noch gerade in einem Buch die letzten zwei Tage am 17. Mai 2007 und 11.11.2006 Sturm ist siebter dort in der Saison, hatte mit anderen Problemen zu kämpfen, der Georg Kaperi zurückgereiht aufgrund des Konkurses und so, aber zweimal 15.400, das war zum damaligen Zeitpunkt ausverkauft, also die Zoll auch in einem schlechten Jahr sagt schon was aus. Und das zweite bitte, da ist ja kein Sturm auseinandergesetzt worden, ob es hundertprozentig richtig macht, weil von September bis März ist auch noch Eishockey, die spielen Freitag und Sonntag, sind da die Termine. Und ich kann mich erinnern, wie Sturm gegen Glasgow und Graz gegen Klagen für den Eishockey am Sonntag, den 3. März war. Wäre es doch irgendwie nicht gut, wenn es gleichzeitig mit den Spielzeugen von Sky aus. Hat euch jetzt erst dann gelungen, das zu verlagern, 14.30 Uhr und 17 Uhr, aber in der Tiefgarage war Chaos total. Und die Leute sind nicht so weit, dass sie 2 Kilometer entfernt wo parken. Es fährt jeder ums Stadion herum und glaubt, er findet den grünen Parkplatz. Also, und der WRC spielt noch dreimal Europa League am Donnerstag in Graz. Das heißt, es wird unten mit Eishockey, mit WRC und so weiter, wird's mit Anlieferungen wird es ganz schön eng werden. Und kann da nur sagen, bitte sehr früh zu planen, wie frei. Ja, sehr früh planen. Wir sind eben einfach immer mit der Bundesliga und natürlich auch mit dem Eishockeyverband, was dann sicherheitstechnisch auch von den Genehmigungen her kompliziert ist. Anlieferungen auch. Wir spielen auch noch Europa League. Mal schauen, wie weit wir kommen. Sollten wir auch noch Gruppenfeier spielen, dann wird es ja sowieso spannend. Ne? Einige Baustellen noch auf uns zurück. Jetzt wird die WRC jetzt auch angesetzt. Ja, müssen wir immer auswärts spielen, Europa League. Das ist noch ein weiter Weg, aber der Weg uns die, oder? Der Sturm spielt in Frankfurt und dann weiß ich gleich schon nicht. Ja, das wäre mal völlig verbindet. Das sind aber alle, irgendwann der Herr wieder auf der Weide. Der ist endlich, dieser Weide. Bitte, gibt es noch. Sehr schön, sind Sie alle total einig. Es übt einen gewissen Druck, vor allem auf den GRK aus, glaube ich. Sturm ist da ein bisschen, ne? Nein, Sturm muss nicht einmal aufsteigen, nicht normal, glaube ich. Beides aber, ja. Ja, für uns günstiger. Ja. Die Frage an den Matthias Villacher, es kann ja doch passieren, was vielleicht nicht passieren sollte, nämlich, dass wir tatsächlich durchmarschieren und aufsteigen. Was passiert dann realistisch? Nehmen wir das dann ab? Oder sagen wir, jetzt müssen wir dringend irgendwie Geld auftreiben, was passiert dann im Worst Case quasi? Ja, gleich zum Worst Case. Das ist der Punkt, dann der Best Case zu Worst Case. Ja. Fakt ist, sollten wir im September unter den Top 3 sein, was ich nicht annehme,
dann werden wir uns da schon mit dem Thema auseinandersetzen müssen und müssen da schon überlegen, ja, kriegen wir das irgendwie auf die Reihe oder nicht. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, nein, es geht nicht. Ich glaube auch, das Linz war in der Situation, dass sie gesagt haben, na, wir stemmen das nicht, obwohl die vorne dabei waren. Und da muss man auch die Härte haben, unter Umständen zu sagen, nein, es geht nicht. Wir schaffen es doch. Ja. Aber wie stellen wir das vor? Also das heißt, wenn man das dann merkt, dann geht es ein bisschen unter die ersten drei, wir müssen schauen, kriegen wir das hin, jetzt wirklich sein, so quasi finanziell ist auch. Da wäre dann wahrscheinlich die Spielstätte nicht das große Problem. In einer Übergangsphase könnte man da ja, würde man da ja wahrscheinlich sicher kooperieren, oder? Bei der Infrastruktur nicht das Thema, da ist ja der Lizenzierungsprozess, weil wir am Anfang gesprochen haben, das ist auch Thema. Das ist eben, also da geht es rein um wirtschaftliche Themen, die uns betreffen, um strukturelle Themen, die uns betreffen. Also das ist sehr, sehr, sehr ambitioniert, das in einem Jahr hinzubringen. Der LASK war ja auch in der Regionalliga und ist dann wieder raufgekommen. Die haben das vielleicht zwei Jahre in der zweiten Liga. Aber das ist das Minimum, glaube ich, das man braucht, um wirklich eine gesunde Struktur zu schaffen. Also, wenn es oben dann schlägt, dann kann man was davon. Dann sitzen wir wieder in der Regionalliga und schauen uns bald an. Also, das muss nicht sein. Wird ein Panzer gesehen oder war das? Eine Frage an Sturm, was planiert ihr langfristig zwei Stadien? Es hat immer geheißen, man möchte umbenannt zu einem Sturmstadion machen. Das wird jetzt, wird jetzt schwieriger. Wie schaut es langfristig aus? Will man mal was Eigenes bauen oder so wirklich Liebenau dort herhalten und schauen wir, dass man gleich Chaos schmeißt? Oder wie machen wir das jetzt wieder zusammen? Nein, natürlich ist es ein Traum, ein eigenes Stadion zu haben. Das ist ja überhaupt kein Thema. Was das Stadion Liebenau betrifft, sind wir im Austausch mit der Stadtregierung und in den nächsten Wochen mit einem Termin. Dann werden wir schauen, wir haben ein Konzept, das wir dort vorlegen werden, wie es funktionieren könnte, auch zwei Stadien zu haben. Ich glaube, dass die Idee ganz gut ist. Die müssen wir dann mit dem Bürgermeister besprechen und dann werden wir schauen, wie wir das in Zukunft gemeinsam angehen können. Bitte. So. Sie wollen schon dran, Sie kommen das später. Sport ist gerecht. Hallo, Claudia Schießer, mein Name, kurze Frage. Also eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage, das ist die kurze. Wie wichtig ist es, ein gesundes Wachstum zu haben? Also sprich, dass man ein gewisses Niveau erreicht und das dann auch hält. Und die zweite Frage ist, inwiefern spielen Regulierungen vom Fanshop bis hin zum YouTube-Kanal, was halt alles mittlerweile reguliert wird. Letztes Jahr ist ja die Fußballliga von der Medienbehörde einmal quer durch die Reihen abgestraft worden, weil die Kanäle nicht gemeldet wurden und so weiter. Als Fernsehsender ähnliche Angebote. Wie wichtig ist, also wie sehr spielen diese ganzen Regulierungen, Verordnungen etc. eine Rolle, einerseits in der Liga und andererseits durch Behörden, und wie sehr kostet Ihnen das an Nerven? Geld. Bitte? Geld. Ja, Geld natürlich. Ja. Alle. Ich kann nur sagen, ich kenne nichts anderes als den Bundesliga-Lizenzierungsprozess, weil ich das Glück hatte, Sturm einsteigen zu dürfen in der Bundesliga. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, ja, also ein Booklet von 120 Seiten mit Wirtschaftsprüfung, Steuerprüfung, was das alles durchlaufen muss, mit so unzähligen Kriterien drinnen, die du erfüllen musst, sehr aufwendig. Finde ich aber wichtig, ja, weil wir wissen alle, was auch unseren Vereinen in der Vergangenheit passiert ist. Das ist, glaube ich, mit diesem Lizenzierungsprozess, den man durchlaufen muss, schwerer möglich, dass so etwas passiert, weil es frühzeitig kontrolliert wird von der Bundesliga. Und auf der anderen Seite die Regulierung mit dem Fanshop-Merchandising, das habe ich. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, aber diese gewachsene Infrastruktur, Sturm Graz hat in Summe ungefähr 120 Mitarbeiter, da können natürlich die Fußballer auch dazu. In der Geschäftsstelle sind wir ca. 20 Personen, dann haben wir noch einmal 8 bis 10 Personen in den Fanshops. Also wir sind schon ein Unternehmen, das schon noch einiges an Mitarbeitern hat, einiges an Struktur aufgebaut hat. Das geht nicht von heute auf morgen, vor allem nicht, wenn du die Qualität bei den Mitarbeitern haben möchtest. Da haben wir eben drüber gesprochen, das muss über die Jahre wachsen, damit das auch einen Standard hat, den man sich wünscht. Ja, also Lizenzierungsprozess hatte ich noch nicht. Ich durfte mit dem Zulassungsprozess anfangen. Die
dazugehörige Broschüre nur 90 Seiten. Ist aber auch aufwendig, aber muss ihm Thomas recht geben, auch entsprechend sinnvoll. Das ist, also die schauen uns ein bisschen in den Augen rein und das ist auch gut so. Und der Wirtschaftsprüfer sitzt relativ lange an diesen ganzen Dingen. Diese Regelungen der Bundesliga finde ich durchaus begrüßenswert. Ich finde auch, das muss ich auch sagen, was mich verwundert hat, seitdem wir jetzt da quasi oben mitspielen dürfen, ist ein sehr guter Support von Seiten der Bundesliga. Das heißt, wenn was Neues kommt, dann wird einem das auch sofort erklärt. Und es gibt immer wen, den man anrufen kann, den man anschreiben kann, der sagt, genau so und so läuft es. Es ist eine große Herausforderung, das alles, aber wir werden auch das packen. Wir werden auch an irgendeinem Zeitpunkt die Lizenzierung packen. Die anderen Sachen, also mit dem Merchandising, haben wir da eigentlich jetzt noch keine Probleme gehabt. Das Einzige, das habe ich jetzt richtig lustig gefunden, es gibt schon Leute, die unser Merchandising gefälscht. Und das war der Stolz. Naja, dann wenn man das anwenden, wenn es so weit ist, hat man es eigentlich geschafft. Ja, da gibt es einen Kerl in Karlsruhe, der fälscht, sowohl von Sturm als auch von GRK, so Flachmann. Wenn wir mal vorbeischauen. Ja. Sie wollten noch einmal. An den Moderator, haben Sie jemals für Sie schon so ein jugendliches Publikum gehabt? Oft? Also vorgestellt in der Fernsehsendung, aber oft genau dieses Publikum vorgestellt. Das ist nicht normal. Also hier ist, glaube ich, heute der Altersschnitt nur Spur niedriger als sonst Dienstags. Und die zweite Frage, eine reißerische, delikate, wäre interessant, Vorgeschmack aufs Derby, wie die Verteilung hier ist bei den Fans. Ich würde das abstimmen. Anzeigen, wir machen Sie das auch. Machen Sie den Platz schmecken. Und heizen Sie sich mal an. Zuerst für Bundesliga-Verein, was haben die Sturmfans? Ja, dann. Ja, das ist noch ein Schau jetzt los. Ich merke schon, heute ist schon ziemlich heiß und es sind die Fragen weniger als sonst. Aber da ist eine. Wir müssen zwar nicht die Regeln ziehen, wir haben hier immer die Regeln. Wenn wir den Eindruck haben, jetzt haben wir immer ein Blätter, dann denken wir einfach an die. Aber offiziell nur eine Frage: Seid ihr momentan auf der Suche nach neuen Gründen oder sowas, was ich gelesen habe für ein Trainingszentrum? Was ist da die Idee dahinter? Soll jetzt die Jugend dann irgendwie ausladen, dass nur die Profis und die Amateure in Messendorf trainieren und die Special Black ist und die Damen und die Jungen dann außerhalb? Oder warum sucht man da jetzt noch neue Flächen? Das Trainingszentrum ist ja gerade so gut gebaut. Ja, wir haben ein zweites Trainingszentrum in Gössendorf und dieses haben wir im neuen Jahr verkauft. Dort hauptsächlich haben die Amateure trainiert. Deswegen ist der Platz in Messendorf selbst jetzt ein bisschen länger geworden. Im Moment rutschen wir zusammen und sind auf der Suche nach einem neuen Trainingszentrum, in welcher Dimension und wer dann dort alles hin auswandern wird. Das müssen wir uns dann noch anschauen. Ja, mal so. Bitte sehr. Ich bin zwar in der Musikbranche tätig, aber ich habe trotzdem eine Frage. Warum ist es eigentlich im Fußball so schwer, Sponsoren zu finden? Ist eh nicht schwer. Ich wollte gerade sagen, wer gesagt hat, dass es schwierig wäre, Sponsoren zu finden. Es ist immer wieder eine Herausforderung, weil natürlich auch alles ganz genau oder genauer gemessen wird, als es in der Vergangenheit ist, aus einer Kontaktpreise, Reichweite und dergleichen. Verweildauern auf den Websites und Klickraten. Ja, also das heißt, auch die Leute, die Unternehmen schauen ganz genau, wohin die investieren sind. Das war vielleicht früher nicht ganz so genau. Deswegen muss man schon mit guten Produkten und gut ausgearbeiteten Konzepten zum Sponsor gehen. Das heißt, es kann eigentlich nicht mehr, dass einer Fan ist. Das klar, also, da muss man unterscheiden zwischen einem Gönner und einem Sponsor. Also für die heutigen Sponsoren, aber einen bestimmten stelligen Betrag zum Beispiel, muss man gut vorbereitet sein, muss man gute Produktqualität anbieten, um den auch an Bord holen zu können. Ich glaube, das, worüber wir geredet haben, weil ich in erster Linie, es ist besonders mit Fußball so schwer, Sponsoren zu finden, sondern wenn man dann plötzlich, der Markt wird nicht beliebig größer, weil man dann im selben Markt zwei Anbieter hat.
dann ist es natürlich irgendwie nichts enden. Aber okay. Ja, was kommt man ankommen, Name? Da wird nichts eng. Da muss man ein bisschen anstrengen, Gas geben, an Dörne sind die Vereine in, dann redet man in der Steiermark drüber und nicht nur hier. Und da kann man einen anständigen Knebel verlangen für die Tickets, dass man sonst ändern kann. Ja? Weil außerdem, glaube ich, ist man eh nicht gescheit voll. Das hatten wir schon öfters gesehen, bei uns auch. Aber ein Dörne ist eine geile Geschichte. Und dagegen gibt es nichts. Und da ist ein Marie-Trainer und da ist der Dienst jede Woche schlafen. Das Derby, da denkt der Rentner halt vorher noch zwischendrin, da schaust du mehr auf den anderen hin. Vielleicht weiß man dann wieder die eigenen Spiele und die anderen auch noch. Das ist ja alles untergegangen mittlerweile. Nicht? Dann ist Atzen vielleicht immer nicht mehr so wichtig. Nicht? Geht man wieder mal selber auf den Platz. Nicht? Das Mund, ja. Atzen ist super. Wir sind in Österreich. Ja, wenn man sich in Österreich anschaut, das ist ein bisschen Rapid, Austria. Ja, und dann ist es gewesen. Vielleicht Salzburg, die bringen 10 Fans mit. Ja, das ist ganz schön. Was das betrifft? Das war's dann. Ja. Und also kommen wir auf, oder ihr könnt sagen, ich bin auf dem, wo ich in die Rutschen geht. In 2-3 Jahren haben wir uns. Ja. Damit ist es relativ klar, als wenn wir sagen, meinen wenn wir wieder sagen. Ja, bitte noch einmal. Mein Name ist Jörzer. Ich denke, der GRK kann da ganz optimistisch herangehen an die neue Saison und auch wenn das passieren sollte, was wünschenswert wäre, dass wir oben wären. Ich stelle mir zwei Vereine vor, jetzt, wenn die das schaffen, ich denke an die Akira, die mit 2.500-3.000 Zuschauern schon jubeln, also das halbe Stadion schon voll ist, oder bei Hartberg mit einer Einwohnerzahl, ich glaube, die haben 8.000 Einwohner halt, wenn die das schaffen, dann muss das der GRK ja doppelt schaffen. Das muss gehen und ich bin optimistisch, wir werden das schaffen. Danke. Ich habe zwei Fragen. Erstes Thema, TV-Geld. Inwiefern hat sich das für Sturm ausgewirkt, die Bundesliga-Reform? Gibt es da schon Ansätze oder gibt es da schon Zahlen dazu, wie das im Vergleich zur letzten Saison war? Das ist vielleicht auch für den GRK in der zweiten Liga, wie das TV-Geld an sich auswirkt. Und die zweite Frage vom Zuschauerschnitt für beide Clubs auch wieder. Mit was rechnet man bei Sturm für die nächste Saison und auch vielleicht für den GRK in Liebenau? Die TV-Gelder, das wissen wir schon seit fast 2 Jahren ungefähr, wo das hingehen wird. Wir haben ja lange verhandelt, 1,5 Jahre mit Sky verhandelt, haben uns natürlich verschiedene Berechnungen davor gegeben. Das heißt, das hat sich für Sturm Graz positiv entwickelt, wobei man dazu sagen muss, dass Sturm Graz und Rapid eben am Monopolisten Sky kritisch gegenüber gestanden ist. Ja, weil wir ein gutes Vertrauen auch in den UEFA, auch unsere internationalen Spiele auch immer mit dem an den UEFA vermarkten. Aber die Auswirkungen waren positive. Und vor allem auch, weil es ein leistungsorientierter Vertrag ist, erstmals noch damit zu sehr berücksichtigt, die Punkte in der Tabelle berücksichtigt, also es ist nicht mehr so ein statisches System, wie es davor war. Kann man das auch beziffern? Ich kann es beziffern, ja, es ist eine deutliche Verbesserung gewesen, das kann man dann alles im Geschäftsbericht machen, zum Jahresabschluss nachlesen. Gut, dann gab es mal die Frage, geplante Zuschauerschnitte. Geplanter Zuschauerschnitt, wir hatten 6.500 Abonnenten in der vergangenen Saison, das war natürlich, nachdem wir Vizemeister waren, den Cup-Sieg errungen hat, leichter die zu verkaufen. Heuer sind wir noch ein bisschen hinterher, ich rechne mal mit knapp 5.500 Abonnenten und im Schnitt hoffe ich, dass wir uns wieder um die 10.000 einbringen werden. Ja. Fernsehen nur so sehr. TV-Gelder in dem Sinne gibt es ja in der zweiten Liga nicht oder nicht mehr. Wobei man aber sagen muss, es gibt quasi eine Vereinbarung zwischen erster und zweiter Liga, wo eine gewisse Summe dann an die Zweitliga-Vereine ausgeschüttet wird in Form von Österreicher, Deutschland und anderen Zuschüssen. Etwaige Lizenzbonus-Themen gibt es auch. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir schon auch davon profitieren, aber nicht mehr ansatzweise in diesem Ausmaß. Das Fernsehen hat für uns aber trotzdem einen gewissen Stellenwert. Wir sind mit dem ORF in sehr guten Einvernehmen. Wir haben einfach gesehen, was es uns bringt zum Vergleich. Natürlich hatten wir auch Glück durch diese Kappa-Team, aber ich habe am Tag nach dem Austritt, jetzt haben wir eine Zwischenauswertung von unserem Medienwert machen lassen.
Und es war dann so, dass wir im Jahr davor 630.000 Euro Medienwert hatten in diesem Zeitraum und dann waren es halt doch 2,8 Millionen. Also das Fernsehen macht schon auch was aus und jetzt werden wir irgendwo knapp unter 5 Millionen Medienwert zum Liegen kommen und das ist ein Argument für Sponsoren. Das heißt, wir stehen dem Fernsehen, auch wenn es den Fans nicht immer nur gefällt, durchaus positiv gegenüber. Gerade die Geschichte mit dem Laola-Live-Spiel wird uns schon öfters treffen und damit meine ich auch, das ist ein bisschen was zum Knabbern, weil das die Beginnzeit Sonntag 10.30 Uhr. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter können sich am Dienstag um 6 Uhr einstellen. Aber wie gesagt, Fernsehen hat auch für uns schon in der zweiten Liga einen ganz, ganz großen Stellenwert. Zum Zuschauerschnitt. Wir gehen optimistisch von 1.800 Dauerkarten aus. Wir hatten 1.400 in der letzten Saison. Was sich dann entwickelt, das hat einfach sehr viel mit der Performance in der Meisterschaft zu tun. Also ich gehe davon aus, wenn wir jetzt nicht vollkommen abgeschossen werden in der ersten Liga gegen einen FAC, wird gegen Blau-Weiß-Linz so die Rückkehr in die zweite Liga, wenn da sehr viele Leute kommen. Aber wenn wir jetzt dann auf einen Schnitt über 3.000 kämen, wäre das natürlich doch. Vielleicht noch ein paar Zahlen, die interessant sind. Das Sky-Vertrag sind ja, das ist sehr bekannt, sind 32 bis 34 Millionen Euro, die man die Bundesligisten verteilt und zum Teil dann auch auf die zweite Liga verteilt wird. Die Bundesligisten in der ersten Liga bekommen zwischen 1,8 und ca. 3 Millionen Euro. Also Rapid ist der Liga 1 mit knapp 3 Millionen Euro, über 3 Millionen Euro. Und 1,6 Millionen machen es mit Admira und so. Medienwert Stuttgart um die 50, 55 Millionen Euro. Vielleicht wissen nicht alle genau, was mit Medienwert gemeint ist. Es ist quasi die Reichweite, die du erzielst, neue Medien, soziale Kanäle, Printmedien, TV und auch umgelegt auf, wie viel müsstest du bezahlen als Unternehmer, dass du solche Reichweiten quasi generieren kannst. Gibt es zwei Firmen in Österreich, Focus und United Synergies, die das auswerten. Das geben wir jedes Jahr in Auftrag natürlich und das sind auch die Dinge, die wir verwenden. Das gilt als Werbung allgemein, oder? Es gibt, genau, vor allem Focus. Focus ist quasi 1:1 umsetzbar, das sind auch die ganzen großen Unternehmen in Österreich, arbeiten mit dieser Auswertung, wissen dann ganz genau, wenn sie 1 Million Euro einsetzen, können sie bei diesem Verein oder bei dieser Sportart diese Reichweite erzielen. Wir machen das in der Gebietsliga, da ist es rausgehört worden, aber im Endeffekt hat es uns auch einiges gebracht, weil die Unternehmen tatsächlich mittlerweile wissen wollen, was kriege ich für mein Geld. Und das ist auch legitim. Gut. Ich sehe, es macht sich Erschöpfung breit. Das ist bei diesen Bedingungen jetzt nicht ideal für Fußball, sind wir sozusagen auch verständlich. Dann sage ich zunächst mal Danke und gebe zurück an den Hostel. Ja, ich sage auch Danke. Wir pfeifen die Partie ein bisschen früher ab und begeben uns in die Verlängerung, in die Nachspielzeit, die an der Bar ist. Danke vielmals, war ein interessantes Thema. Ich wünsche beiden Vereinen viel Glück für die kommende Saison. Mir persönlich wieder ein Grazer Derby wieder mal da. Also ich hätte nichts dagegen. Wichtig ist, dass wir alle die Freude am Fußball wieder haben in dieser Stadt und das ist das Entscheidende. Danke fürs Kommen. Der Dienstag macht jetzt Pause bis September. Wir sehen uns hoffentlich dann Ende September wieder. Dankeschön.